übertragen wurde, beendet. Echt? Heißt ABC99. Ich kann zu kurz. Was ist jetzt? Ja, aber ich mach Ton aus, Digga, sonst höre ich bis zweimal. Oder stumm dich einfach. Nein, ich spiele Also. dabei Warzone oder so. Aber jetzt kann ich wieder, ich kann Okay. wieder den. Oh, schickes Haus da. Ja, Leute, das wird absolut dein Herz ficken, das weißt du, ne? Ich weiß, Bruder, ich bin generell so ein Schisser, weißt du doch, Digga. Kennst du das Spiel? Ich hab das früher mal gezockt. Ich kenn das doch. Du kennst doch bestimmt RNE, oder? Von FIFA. Ja, genau daher, da kenn ich das auch. Ja. Mal wieder der Kutsch kommt, Digga. Oh shit. Oh mein Gott, echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Oh, findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ah, komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in meinem Verkleid? Dana hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf ich der Seite. Ich habe in 3,5 Stunden Geburtstag. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Ich will überhaupt niemanden. Na, aber sicher doch, Darling. Boah, dieses Haus ist schon gruselig, ne? Hannah! Digga, da auch alleine, stell vor, du bist da mit ein paar Freunden, ja, das ist gar nicht lustig. Soll ich jetzt essen kommen? Venus. Oh, sie ist hier! So, ja, ich komm. Mach schnell, Bruder, mach schnell, ne? Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Nur wir wären jetzt hier. Josh? Mein Gott, was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Oh, Zeit zum Eingreifen. Josh, ach, wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Habt ihr eine Nachricht bekommen? Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, so, ich bin wieder da. Knutschen. Und okay, sehen, was Bruder. Draus wird. Dick, erst mal Nudeln mit Sucuk und Ei, Digga. Aus. Was? Oh mein Gott! Matt! Was wollt ihr denn hier? Oh, steck mich, weil ich unter Schrank. Tut mir leid, Anna. Das ging wohl zu weit, meinst? Aber... Nur ein dummer Streit. Oh, Mann! Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Anna! Er steht unter Kamera, Digga. Josh wecken, andere suchen. Josh wecken. Josh! Josh! Fuck! Leute, da draußen ist jemand. Da war wohl nichts, ja. Was zum... Hannah!
war wohl nichts mit weg, ne? Was ist hier los? Ja, Bruder. Meine Schwester hin. Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Oh nein, Bruder. Jetzt Hannah! Nein, Digga, ey. Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Ich kann nicht alleine los. Weißt du, ne? Ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen, Herr Mike. Drücke Aktionstaste, bevor die Zeit abläuft. Oh, okay. Boah, das hat er geschafft. Sicher, schnell. Sicher, Bruder. Immer sicher, Bruder. Safety first, Digga. Und am Ende verknackst du dich mit den Knöcheln oder so, Bruder, weißt du? Hey, 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 Fußspuren folgen, Geräuschen folgen, Fußspuren folgen. Weil auf dem mäßig so. Oh, scheiße. Das ist so James Bond oder wie? Das ist hier ein bisschen behindert, Digga. Ich dachte, sie killen sie, Digga. Fuck, shit! Verdammt, Hannah, wo steckst du? Wieder allein im Wald, Digga. Hannah! Alles klar. Boah, da kommt doch safe der Killer, Digga. Bruder, das ist mir wieder viel zu gruselig hier, Digga. Oh mein Gott, Digga! Bruder. Nee, ich sterb hier schneller. Hallo? Hallo? Sie. Achso, das sind die Toten, Bruder. Was kann man gucken, Digga? Neu abspielen, eigentlich schon wieder. Okay. Tod, Führung, Verlust, Gefahr, Glück. Okay, Digga. Hier muss man immer so Totem suchen, Bruder. Checkst du? Ja. Muss man immer so auf diese kleinen Details achten. Wenn man alles findet. Ich check halt nicht, was ich hier machen soll, Digga. Was machst du denn? Du bist so. Ey, das Feuer, Digga. Hast du gehört? Nee, hast du gesehen, Bruder? Ey, da war Feuer oben links, Bruder. Digga, ey. Kann ich zurückgeben, Bruder? Safe nicht, ne? Das ist so dumm, dass jetzt hier lang geht, Digga. Siehst du, Bruder? Was? Hast du gesehen, Bruder? Warte. Ja, jetzt sehe ich das Feuer gerade. Oh mein Gott, Digga. Ey, Bruder. Er ist auch entspannt, Digga. Ey, Bruder, ich will da nicht hin, Digga. Ich will da nicht hin. Oh, da ist sie, Digga. Hannah! Hallo? Hannah! Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren! Hier. Nee, ich check nicht, was ich machen muss, ich Digga! Ich bin so ein Idiot! Ich bin so dumm! Ey, Bruder! Oh, Scheiße! Hannah. Bruder, jetzt geht's los, Digga! Jetzt geht's los! Hannah. Jetzt geht's los, Bruder. Handy verloren. Scheiße. Wo
laufen die alle, Digga. Nein! Nein! Shit! Geh weg! Fuck! Nein! Ah! Oh, shit. Ja, vorbei, Digga. Hände fallen lassen, loslassen. Hände fallen lassen, loslassen. Oder wir lassen sie nicht alleine sterben, Digga. Ja, Bruder, ich hätte loslassen sollen, Digga. Also sie fallen lassen sollen, Digga. Weil es sind beide, Digga. Guck mal, so schnell geht's, Bruder. So schnell geht's, weißt du? Lennart, lass aber alle sterben. Nein, Bruder, ey. Psycho. Ah, da kann ich mich nicht dran erinnern, Digga. Dr. J. Hill. Ey, Hill. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig. Sogar oh mein Gott, Granate. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Hm? Oder wie lange ist die Verzögerung? Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte? 10 Sekunden oder so. Und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Ich bin glücklich, ich bin nervös. Nervös, Bruder, okay. Nervös. Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Ich weiß nicht, die Vogelscheuche. Bruder, normal die Vogelscheuche, sechstes Haus oder was? Ich verstehe, verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche? Oder würde... Oder würdest du alleine bleiben? Für eine Woche? In das Haus ohne die Scheune? Ohne die Dingsens? Hä? Würdest du in dem Haus alleine bleiben ohne die Vogelscheuche? Nein. Nein, 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 nein. Ach nein? Warum? Ich hätte Angst, ich wäre einsam. Einsam, Bruder. Und dadurch hätte ich Angst. Es ist ein schmaler Grat zwischen der Friedlichkeit des Alleinseins und der Einsamkeit der Isolation. Vielleicht sollten wir das in Zukunft erforschen. Bruder, das Ding ist, wenn ich jetzt hier was antworte, dann machen die das ins Spiel rein. Denn ich fürchte, ich, Bruder. Unsere Zeit ist um. Irgendwie so war das, ne? Für heute. Ja. Nur bis zur nächsten Sitzung. Also, verbring bis dahin etwas Zeit mit Freunden in einer Atmosphäre von Sicherheit. Also die Antworten, die du gibst, Digga, sozusagen, ändert die ganze Story. Also überleg sozusagen, was du antwortest. Ich antworte trotzdem ehrlich, Bruder, damit hier das Spiel doch seinen Sinn erfüllt, Bruder. Ja. Ey, guck mal, jetzt sind schon die ersten beiden gestorben, weißt du? Ja.
und spielt seit 10 Minuten. Ja, du musst mir denken, Bruder. Ich glaube, die wäre so oder so gestorben. Auch wenn ich jetzt meine Schwester gekillt hätte, weißt du? Until Dawn, Digga. Krank. Deswegen ist eigentlich das Spiel so geil, Digga. Ja. Aber es ist halt schon derbe gruselig. Ja. Also. Es wird doch gruselig so, Bruder. Man ist jetzt nur wegen, weil es ein Horrorspiel ist, weißt du? Ja, klar. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Benny Klein, die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillinge. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab es? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in... Behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorne. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen, nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja, okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Yeah! Bruder, ich kann mich gar nicht mehr an das von nee, erinnern, Bruder, ehrlich gesagt. Oder das jetzt ein Jahr später. Gehen die wieder dahin, ne? Ja, ja. Boah, das ist nicht dein Ernst, es schöpft die Leute oder was?
Hannas beste Freundin. Umsichtig, abenteuerlustig, gewissenhaft. Okay. Komm mal kurz noch was zu essen. Hallo? Mach, Bruder. Ist jemand hier? Scheiße, Lucy. Da. Da, perfekt. Oh. Lennart? Ja? Oh, Scheiße, lass mich das. Um geht's gerade? Sie ist gerade angekommen und jetzt soll sie darüber klettern anscheinend. Also, da war ein Zettel. Oder warum soll ich mich jetzt hetzen? Mach mal sicher. Okay, ich habe Kreis und so umgestellt, Digga. Komm, ein bisschen risky, aber. Na, nein, Kenneck! Das kommt, weil ich die Scheiße da umgestellt habe, Digga. Oh. Ja, dann stell dich auch kurz zurück. Gleich. Kannst ja ganz easy umstellen wieder. Ja, mach gleich. Oh mein Gott. Man wird schon beschattet, Digga. Ich mach kurz umstellen, mal. Was haben wir hier, Bruder? Mein Gott. Alles explodiert. Alles klar, Bruder. Hier kann man alles. Wird hier entschieden und so, Digga. Krass. Und du musst immer auf Boden gucken, wenn du den Tod hast. Ja, ich glaube, hier liegt einer, oder? Du fetter Huren. Schwamm. Oh. Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Hä? Echt süß. Hä? Und unsicher bis jetzt. Das ist okay. Cool. Tod, schwarze Stelle sein, im Tod ist drin. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust. Braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen.
klebt mich die ganze Zeit hier. Schwarz, tot. Ey, ich hasse dieses Spiel, Digga. Na, Führer ist tot. Du bist hier. Es verknallt in Ashley. Methodisch beschützt aber es humorvoll. Oh, also. Ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Tada! Ziemlich krass, oder? Ja! Komm schon, das sind coole Babys! Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Rosa. Okay. Los geht's. Wie schieße ich denn? Also. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Bist du behindert, der denkst du, ich schieße das Eichhörnchen? Ich hab dich erwischt. Ja, die wollen es ja reich, wenn ich den schieß, Digga. Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Ist mich Chris, Digga, nee. Nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Oh Mann, sieh doch mal. Krass. Besuchen uns die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Irgendwer hat das wohl geglaubt. Ach, komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Oder bist du noch da? Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute?
Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Oder mal kein Akku mehr auf Controller. Wie lange dauert das noch? Ist ein großer Berg. Ja. Tagsüber ist er so schön. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Oder ich drück die ganze Zeit auf so eine R1, der. Endlich, kommst du? Ja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber. Okay. Ist wie beim Abschlussball. Los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Na, ich lade noch Paul ein, ne? Ja? Wir uns alle zum Jahrestag wieder treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen. Ja, ist doch besser, als wenn ich zu ihm gehe. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. So ein Idiot, Digga. Hat mir Sorgen gemacht. Nein, nein, es war. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Was für Bro, Digga. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorne. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbar. Und das bis jetzt. Boah, sei nicht so laut, ich spiel grad Until Dawn, Digga. Wen du da? Also Angst? Normal, Bruder. Deswegen soll ich auch nicht die Party verlassen. Ich hab angesagt schon durchgespielt mit dem Freund. Am Ende habe ich glaube ich dreimal Land in die Hose geschissen. Ich mach Livestream, Bruder, du kannst zugucken. Oh, oh, da bin ich so dabei, Bruder. Check dir voll. Ja, schick mal den Link, Luis. Wie lange ist eigentlich die Verzögerung, Luis? Da hol ich mir erst eine Packung Milka dafür, Alter. 10 Sekunden höchstens. Also 5 Sekunden. Hä, wo ist denn Russisch? Der Google-Übersetzer. Jess, Mikes neue Freundin. Selbstsicher, gutgläubig, respektlos. Hure. Jetzt schon unsympathisch, Digga. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit sie zu begrüßen. Richtige Flora. Flora ist korrekt. Jessica, Digga. Hure. Bruder, wir müssen immer hier forschen ein bisschen, Bruder, dass wir auch ja alle Items mitnehmen. Oh mein Gott, Digga! Hey. Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte.
Nein, Bruder, lass ihn nicht rum. Ey, ich verdrück mich die ganze Zeit. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Ich hab Angst, Mann. Ich mach leise. Dann höre ich dich erst schreien und dann erschrecke ich mich erst. Ich hab's auch leise voll. Ich hab Angst. Mach schneller, Jalla. Ey, ich hab noch einen neuen Zuschauer, Digga. Ach, die Szene kenne ich noch, Mann. Danach gleich kackst du dich ein. Ey, sag nichts, Spoiler. Nichts Spoiler. Ey, ich will mich schön einscheißen. Vielleicht habe ich auch nur geblufft und da hast du jetzt einfach eine halbe Stunde Angst, obwohl nichts passiert. Beharren, erklären. Gib das zu. Gib das zurück. Ich bin mit Mike zusammen. Nein, mach, ich bin mit Mike zusammen. Ich bin mit Mike zusammen. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow. Boah, muss immer ehrlich sein, Digga. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ey, ist schon einer gestorben von den Typen? Zwei, Digga. Ja, ne? Der hat zwei Minuten zwei Leute umgebracht. Okay. Ist bei dir einer, schon irgendwo runtergestürzt? Ja, die zwei gewesen, das war die erste Szene. Die zwei Schwestern. Ja, genau. Ja, gut. Da hat er anscheinend einfach beide oder eine stürzt. Der hat einfach beide gemacht. Warum? Ich wusste nicht, dass sie sterben, Bruder. Er meinte, wenn sterben die zusammen. Ja, das ist echt so. Das sind Schwestern, Bruder. Ich kann doch nicht eine töten lassen und die andere darf dann chillen. Paul, wer ist Regent Katze 6500? Warte kurz, komm gleich. Sei mal, seid leiser, Jungs. Leiser. Ja. Oh, so eine geile Chinesin, Digga, ist auch nicht schlecht. Emily, Digga. Mike's Ex. Oh. Nein. Intelligent, einfach einfallsreich und überzeugend, Bruder. Guck mal, das Ding ist, die Ex und die Neue sind beide zusammen jetzt auf Urlaub, Digga. Und Matt, Emilys neuer Freund. Ehrgeizig, sportlich, motiviert. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Digga, was ist denn für eine Zicke, Digga? Hast du gehört, was sie gesagt hat? Oder hörst du gleich, Digga? Paul, lauf mich ein, wenn du fertig bist, ne? Oh mein Gott, Digga! Du bist wieder da. Digga! Ich wusste, dass irgendwas kommt, hab mich selber trotzdem erschrocken. Wo? Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Komm nach oben. Michael, du bist ein Arsch. Ja. Kommt schon, ja? Leute. Ich wusste, dass was kommt, weil du dich erschrocken hast. Das hat mich trotzdem erschrocken. Oh, das ist fresse. Jetzt, was stimmt mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du danach zieh mich rein. Begrüßen Drohnen. Begrüß sie. Normal. Ich spreche es jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Du kannst einen Untertitel anmachen. Ich sehe es ein, ich will nicht mehr schießen. Ich bin Lennart, kannst du Untertitel anmachen oder so? Wollt ihr jetzt? Ja. Bestimmt. Mach's mal an, weil dann können wir gar nicht mitlesen. Ja. Status und gesammeltes, Bruder. Gucken wir mal kurz. Oh, hier. Sam, Chris' Privatsphäre respektiert. Chris freut sich, Sam zu sehen. Chris vertraut Sam weiterhin. Ah, guck mal, das ist richtig so hier, Bruder. Alles effekt gemerkt. Chris hat das Eichhörnchen nicht erschossen. Die Natur blieb im Gleichgewicht. Was laberst du? Die dann zum Blick im Gleichgewicht, Bruder. Guck den Stream. Ich glaube, du wurdest. Ich guck den Stream. Hinweis, Steckbrief, alles klar, Bruder. Rumknutschen. Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Nein, ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Ist das ein Homo, Digga, oder was? Oh Mist. Was? Ein Opfer, Digga. Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganze Tasche. Wieso?
Ich muss erst mal zu Sam. Severus, oh, Alter. Typisch Weiber, Digga. Ich hab total vergessen, dass ich mit dir reden muss, bevor die Hure, Digga. Das kann nicht warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Zustimmen, beharren. Ich lass dich nicht allein. Ich lass sie nicht allein, die Hure, Digga. Denkst du, ich trage dich jetzt alleine hier, oder was? Ich finde wirklich, du solltest den Pfad nicht allein runterlaufen. Im Ernst jetzt? Es ist kalt und gleich wird's dunkel. Und du beschützt mich dann vor der bösen Dunkelheit. Ich lass unser Zeug hier und komm mit. Es klaut schon keiner. Matt, willst du mich veralbern? Das Ganze dauert doch nur 5 Minuten. Willst du mich wirklich ständig bewachen? So war das nicht gemeint. Warum hörst du nicht einfach auf mich? Warum hinterfragst du immer alles? Boah, Digga, diese Emily ist mir so... Digga, ich hasse sie jetzt schon. Wenn du helfen willst, dann bring unseren Kram und alles rauf zur Lodge, so schnell du kannst, okay? Okay. Jetzt hat sie uns fertig gemacht, Digga. Was immer du willst. Danke. Wir treffen uns oben, wenn ich bei Sam war. Bis später. Oder ich dachte, sie braucht mal wieder richtig Schwanz, Digga. Paul, Digga, jetzt hat mir klar, dass du diesen Chef nur spielst, Weil der ist geil. Also wenn wir beide sind, dann ist der geil. Okay, Bruder, wer ist das denn hier? Ashley. Der eine steht auch auf sie, ist verknallt in Chris. Steht Chris nicht auf sie? Ich hab keine Ahnung. Offen. Sie ist offen, Bruder, das war gut. Ey, nein, Bruder. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Das macht scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Guck mal, die kleine Hure, die Chinesen. Guck mal, jetzt. Darum hat sie es jetzt schon, Digga. Ist sie tot? Nein. Bruder, nix mit tot sagen hier. Ja, oh mein Gott, Digga! Ich hab gefragt, ich weiß nicht die Szene gerade. Jetzt bin ich gerade komplett raus, das weiß ich nicht. Ich hab mich jetzt so erschrocken, Digga. Digga, was ist das denn jetzt? Immer dreckig. Wow. Mann, tut mir echt leid. Mann, stimmt! Schon gut. Wieso erschrocken, Digga? Irgendwas Spannendes zu sehen. Ey, soll ich dir zeigen? Was? Es ist kaputt, sieh es dir an. Ey, soll er gucken, weil die Chinesen. Ey. Ja, guck okay. Einfach an, Digga, auf lustig. Töte die Chinesen. Es ist kaputt, sieh es dir an. Sieh es dir an, Bruder. Ist Dings, das ist eine Salve, ne? Klar, wenn du willst, zieh es dir rein. Bist du schlecht, Jäger. Okay. Ich glaube, Lennart. Pack dich noch mal einmal richtig fett in die Hose. Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Du, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Er setzt ja noch mal richtig lang rein. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich will ein bisschen feiern. So machen wir mit Cam und so. Also, er muss das sehen, Digga. Auf den, guck mal. Er macht alles für seine Freundin und dann macht sie sowas, Digga. Unten, du bist direkt. Ja, ja. Jessica. Was sie von eben, ne? Ja, ein Hit. Ey, mal einfach die Dings ab. Boah, Junge! Ich bin erschrocken, Alter. Schlimmer als Uncle Dorn hier. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehe. Aber die Steps auch vorne gehört, ey. Aber wie? Ich hab das nicht. Sie rennen einfach rechts und links durch die Mitte. Lal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 a. Noch als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will. Paul. Oh. Wir sind hier weg schon, ne? Wir sind einfach so durchgerannt. Die waren aber noch am Spawn. Ich habe keine Ahnung, wenn das so ist. Ja, ich hab den Stream gerade nicht an, ne? Also, ich war nicht zu. Der Typ ist irgendwie nicht schlecht, Digga. Ich fress jetzt meine Milka-Schokolade. Mann. Paul, guckst du noch zu? In dem Front. Gleich. Digga, ich hab nichts getroffen. Ich war die ganze Zeit drauf. Ich hab mit Marco gegeben. Warum? Warum Lenny? Hey. Ist irgendwas Spannendes gerade? Nee. Oder ist gerade Schäberschlacht runter? Gerade Schäberschlacht. Aber das ist jetzt ein Vogel, Digga. Ein gelber Vogel. Ach, Schäber, ja? Ja, okay, dann weiß ich, wo du bist. Hallo. Komm schon. Oder? Ich kann mich daran erinnern, aber ich weiß nicht mehr, was passiert jetzt. Oh, Schakalaka. Okay, jetzt
Jetzt hast du mich. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, aber ich weiß auch nicht, was passiert, Digga. Aber was sollen die Vögel? Manchmal ist es am besten einfach nichts zu tun. Kannst du mich verstecken, Michael? Ich kenn all deine Tricks. Vielleicht. Nein, Bruder, wir töten ja keine Tiere, Digga. Digga, ich höre von. Achso, von beiden. Hä? Er kriegt aber einen Kopf, Digga. Der fahne Dings hieß. Die Täuschungsgranate. Ach so, ja, Junge, ich hab die ganze Zeit da jemand schießen gehört. Ich hab den Dings. Ich wusste, ich weiß nicht, wie die Täuschungsgranate sich anhört. Da dachte ich eigentlich, weil ich auch weiter gestimmt. Ich war richtig überfordert gerade. Dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß auch. Ich hab seine Füße kaputt gemacht. Er kann auf jeden Fall nicht mal gehen, komm auch. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich hab gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. Oh, süß. Uzi. Geil. Die schraffen das Helfen wieder, Uzi. Komm einfach rein. Oh! Raff dich nicht wieder, Uzi. Double Pin wieder, Uzi. Lieber noch was für später auf. Endlose ja, Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja. Ich will einen Quickstop verteilen, Digga. Einer atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Ja, ich will einen Quickstop verteilen. Oh, jetzt wäre hier bei den bei dem Dings hier ist das Ding, bei dem Hurensohn. Bei Dr. Hill. Oh, der Typ ist so ein Schwassner, der hat mir so Angst gemacht. Ja, ich stelle es auch gruselig, Digga. Okay. Ich hoffe, du warst in der Gesellschaft von guten Freunden seit der letzten Sitzung. Dieses Mal. Oh, Luis, 123 und 132. Oh, ne, jetzt müssen wir das mit den Ängsten machen, mit denen. Ja, ich weiß. Seht ihr was? Mit den Ängsten. Achso. Ich habe mich nicht so gerallt irgendwie. Lag aber darum, weil ich übelst Panik hatte, ey. Frauen machen mich nervös, Männer machen mich nervös. Frauen finde ich schlimmer als Männer. Ja, viel. Ich war noch auf K, Digga. Ich soll ich entspannen jetzt hier. Gedränge macht mich ängstlich, Flugzeuge machen mir Angst. Bruder, ich war erst einmal im Flugzeug, ich weiß nicht. Gedränge macht mehr Angst, würde ich sagen. Ich fürchte mich vom Ertrinken, ich fürchte mich vor Höhen, Bruderherz. Ich hab Höhenangst wie Behinderter. Ja, bei mir ging's. Schlangenbruder. Vor allem, am meisten Angst habe ich Flugangst. Ich habe so Schlangenbruder, Schlangen sind echt gruselig. Ich habe so kranke Flugangst, das 17 hier. Ich sitze die erste Stunde, links, rechts, gefesselt. Wenn irgendjemand was sagt, schrei ich ihn an, du Hugo, du halt die Fresse, dann töte ich deine Eltern. Genau so sitze ich da. Was beängstiger, Waffen oder Messer? Waffen, ne? Messer. Messer meine ich. Messer kannst du aus dem Hinterhalt kommen, so unter der Hand, weißt du, Waffen siehst du. Naja, auch nicht unbedingt. Ja, aber Schlangen oder Kakerlaken? Bruder, ich würde Schlangen sagen. Kakerlaken, ich würde sagen, ich Schlangen sagen, aber will nicht, dass ich dir Schlangen ins Spiel reinmachen. Bruder, ich bin ehrlich, Digga. Schlangen, Bruder, mach mir so eine Angst, Digga. Du kleiner Hurensohn, hör auf, das zu notieren, Digga. Clowns, Digga? Ja, Clowns sind schon größer, Digga. Clowns oder was? Normal. Warte, ich warte, bevor ihr, wenn ihr das seht. Blut ist ein Annäherungsvideo, ne? Krähen sind. Guck dir zu? Nein. Okay, Blut oder Krähen, was ist ekliger? Blut oder was? Oder eine Krähen. Krähe, ein Vogel. Blut. Ja, ne? Links.
Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Wir sind gut, aber wir können beide kein LED spielen. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Nö, ich krieg absolut gerade Zünder, gell? Digga, die. Wieso können so High-Level-Typen immer mit dem LED spielen? Okay. Zombies oder Clowns? Was gruseliger? Clowns. Was? Hä? Voll hinter dir ist schon einer, ne? Der war direkt hinter dir bei euch. Das ist sehr interessant. Danke. Dafür, dass du so gut bist. Das ist die richtig gute Gott da, Digga. Push auf der Seite ja. Durch, Digga. Und Wölfe. Er liegt am Spawn auf dem Boden. Tolle Kombination. Okay. Klingt perfekt für Freitagnacht. Lebst du noch? Ja, der kommt bei dir auf der Seite. Oh, wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns. Zwei Schüsse in die Kniescheibe, Digga. Ja, haben vorher schon drei gegeben. Frei. Ich lad nach, Digga. Ah! Er hat auch nachgeladen. Hauptsache der letzte No-Scope trifft, ne? Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Ham. Oh, verfluchte Schwanze. Nein! Shit! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde dabei zu haben. Alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem einzelnen von euch verbringen. Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Vergehen die Wand schon, der Idiot. Zu Ehren meiner Schwestern. Jetzt kommt der DMR oder der Schulfinte. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Boom. Kachbar. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Gefleischt. Ja, das denke ich mir auch immer. Josh, Bruder von Hannah und Beth. Kompliziert, nachdenklich, liebevoll. Ja, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Ich hab schon Entzugserscheinungen. Hast du mal eine Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Hat Foul, hat einen Hit. Ich hab sie in der anderen Jacke. Ups. Braves Faulchen. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja. Na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Oh no. Nein, mit Thermal, Digga. Einer hat einen Hit. Yo, schreibt hier oben mal die Party, oder was? Ja, Mann. Armbrust hat's geregelt. So ist er verbrannt, Digga. Mhm. Wenn man einen Hit hat, dann bleibt der anderen stecken, man stirbt safe, also Bogen vorne hält. Hey. Welches Level bist du eigentlich? Geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwäche. Ich meinte nur, dass ich weiß, was du meinst. Du hast mich ja so eingeholt, du bist ja so ein fucking Suchi. Genauso wie es früher war. Ey Jungs. Ey Luis, wir können nicht gegen den spielen. Luis, wir müssen raus. Vielleicht gibt's noch einen Weg. Luis, ich kann ihn nicht töten, den einen. Doch. Ich hab auch keinen Hass. Oh, Paul! Ich kann das nicht, den töte ich nicht. Doch, nein! Ich glaub nicht, dass das Einbruch ist, wenn du da bist. Ich töte nicht. Er wird wahrscheinlich Teamwork nehmen, weil wir haben. Hab ich schon als Freund geaddet. Junge.
Wir haben ein Schwarzbild. Einfach, hey, einfach komplett Schwarzbild. Hey, habe ich Freundesanfrage geschickt, auf Ehrenbruderbasis reporten. Das war das sind zwei. Und wir haben von wir essen 87 HSV, ne? Etwas kalt. Die Lämme auf der Schlacht. Er schießt aber auf uns. Also natürlich voll. Oh nein! Oh Jungs, ich höre deine Stimme, ist so laut, Alter. Sorry, Bro. Mein Paul Settel ist einfach laut. Ja, oder so. Ja, ich. Ey Jungs, ich hab die ganze Zeit dieses nervöse, ich mache die ganze Zeit immer Bein so hoch und runter und rechts und links alles, Digga. Schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Lennart hat einfach Angst. Lennart, ich fühl das. Hab ich auch. Normal. Das hab ich nicht zugehört. Ja, zustimmen. Hä? Ja, zustimmen. Ja. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann. Sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Oh, fick den Hamburg-Fan. Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt. Oh, was ist denn? Messer, Digga. Schnell mal los. Zu schießen. Nein, ich freue. Doch, normal. Ey Jungs, Digga, ich schwör, ich fühle mich, ich bin voll drin in dem Spiel, Digga. Ich bin so voll. Keine Gnade. Ich meine, sie nee, LMG, Digga, das war schon Zeit. Gut, schon gut, kapiert. Wow. Ich war auch, oh Mann, ey. Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen. Hol los, Laser, ne, nicht klar. Du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier vier entzückende Ladies, die sich den Hintern ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh shit, keiner steht auf Frostbeulen. Links. Ist los. Bam. Verdammt, sieht ja langsam der Saft aus. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Endlich bin Drop ich mal Kachbar, Mann. Der schwitzt richtig wegen der Southend würde es nicht machen. Der Southend würde es nicht machen. Naja, es kann halt so viel Zeug und... Ja, hast du eine App, die uns in die Lodge reinbringt? Nope. Eine App, mit der du ein Date kriegst? Ja, eigentlich nicht. Alter, hast du nicht. Ich hab kein Aim mit dem LMG, das ist so schlimm, Digga. Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Ich bin nur Blindkanotte. Der liegt in der Ecke auf dem Boden, ey. Darf mich nicht als Haufen nämlich durch. Doch, hat er. Der Haufen spielt eklig. Nein, jetzt ist er Abschaum. Jetzt ist er Abschaum. Nein, der Mal hat einen zweiten geholt, Digga. Nee, ich guck mal, was Haufen holt. Alles okay. HSV-Fan ist eine Hurensohn. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da wo man das Seil hoch muss. Wir sind beide. Der HSV-Fan, hol die Kachbar. 12 Schuss. Ich glaub nicht. Hier, nimm das. Link, bitte. Wow, Chris, ich hab gerade eine Wahnsinnsidee. Du hast einen HP weniger, absolut. Ne? Lass hören! Okay, also. Na, ich habe ihn gesehen, aber ich war mir nicht sicher, ob es sein Kopf war. In Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das. Mit das Ding ist, Paul, weißt du, was mir richtig auffällt? Ich kann halt. Soll uns ein Deo-Stift dann helfen? Movement nicht richtig machen wegen meinem Scuff. Oh. Ja, ist doch morgen. Ja, morgen, aber jetzt gerade kann ich halt mein Movement nicht so wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Kachbar. Spray ans Feuerzeug halten und. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Ich weiß ganz genau, wo es ist, Digga. Okay, du kriegst das hin. Wo ist hier? Muss schnell was erledigen. Ich bin noch im Spawn von denen. Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Deine lecke Wix. Okay, Jungs, wir sollen Deo finden hier. Ich. Totem gefunden, okay.
Lusttote. Na, oder der andere ist im Tunnel, Digga, und der ist absolut krass. Ey, Bruder, warum muss hier immer was runterfallen und alles mögliche, Digga? Das ist so scheiße hier, das Dreckspiel, Leute. Rechts, Paul, rechts. Der ist über dir. Aber mir nachkommen, ey, das, ich könnte jetzt so ein Schau über den Rücken, Digga, wenn ich hier... Oh mein Gott, hier ist die Tür auf. Wie ist einfach dieses, das kenne ich, dieses einfach reden, weil man Angst hat. Jungs, bin ich da. Okay, ach, die Kachbar, Mann. Ich bin mal klein am Spawn. Oh, mein Nacken, das verdrückt mich die ganze Zeit, ey. So. Links. Ex-Hausmeister wegen Brandstiftung verurteilt. Ach, Mann. Oh, Junge. Dummer Schwitzer. Ja, der Scuff, der kann das nicht so komisch springen. Beiden haben Scuff. Wer ist denn das Vorfallen, würde ich ihn beleidigen zum Tode. Das Hitz. Jetzt muss ich hier allein ins Haus rein, anstatt dass der mit durchs Fenster krabbelt, Digga. Also klar. Oder ich stream, damit Luis zugucken kann. Bei SharePlay hat nicht funktioniert bei ihm. Wow, Bruder, du weißt gar nicht, wie meine Eier flattern, Digga. Ja, das ist doch unnormal, Mann. Oben ist auch drin, der Nass. Ja, ist gut, Alter. Ey, ich höre. Oh mein Gott, jetzt fällt die scheiß Tür dazu, Digga. Was war das denn? Was war das denn, Digga? Ja, Mann, genau das habe ich mir auch gut gefragt, Digga. Du kleiner Kunst. Ja. Komm. Ja, lass wir zu dritt Wolfgang spielen. Ja, jetzt muss erstmal rauchen gehen, Digga, zum bisschen runterkommen, Digga. Ah, meinst du im Badezimmer ist das Deo, Digga? Okay, alles klar. Das Ding ist, man sieht auch immer nur so eine Perspektive, Digga. Das regt mich so auf, ne? Ja, das ist echt eklig. Psst. Oh, das ist ein Rohr, alles gut. Aber mit Nacken, Jungs, ich will nicht weiter spielen, Digga. Ich will nicht weiter spielen. Kack dich nicht so ein, Mann, Lennart. Ich geh jetzt erstmal rauchen, Digga. Ich geh jetzt erstmal rauchen, okay? Ich werde uns britisch. Ihr wisst doch, ich bin so ein Schisser, Digga. Lügen die jetzt nochmal? Bis gleich, ne? Ja, ja. Ich hasse diese Waffe, ne? So eine geile AK. Ja, zu kacke. Rechts, ganz rechts oben. Echt? Links, 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 nein, links, links da, wo mein Totenkopf war. Rechts, rechts. Da zwischen, genau. Er hat 26 Leben, chill auf den Punkt, chill auf den Punkt. Da bist du zu langsam, wenn er sich hat. Wenn er schon drin liegt, hast du ein Problem. Er ist ja hier vorne, oder? Ja. Dumm Kopf. Jungs, Alter, ihr seid alle schwul. Leo, auf. Beides sind nicht geliebt von den Eltern, also du frust das deswegen. Du bist der Schulze, Luis. Oh, ich hol mir gleich Toffifee, Alter, geil. Luis, willst du auch. Nein, ich bin auch. Willst du auch Toffifee, Luis?
Nein, ich bin auf Abnehmtour. Und Spaß, chill. Der sitzt, ne? Paul, chill. Blickchen. Der sitzt. Oh no. Steht doch komplett offen da, ne? Hinterm Haus grüßen. Kevin über den Eck, wir müssen uns spawnen. Wird geblendet. Alte. Ich könnte einfach eine Annäherungsmine reingetan, Digga. Wie wirklich? Aber du musst ein bisschen eklig spielen, Digga. Nicht einfach irgendwo ins Gebüsch legen. Das heißt eklig gespielt. Ich lag in der Barrikade im Gebüsch. Ja, die nehmen einen Namen, Digga, oder? Ja, die haben einfach nur meinen Namen gewählt, Paul, deswegen haben wir geholt. Da, hast du gesehen. Ich glaube, ich zock FIFA, Digga. Einige, das war so ein Spiel zu dritt, gleich. Nein, komm mal auf FIFA. Ich spiel keine FIFA mehr, Digga. Ja, weil du weißt, was schlecht ist. Ja, weil ich mich einfach, weil ich keinen Bock mehr auf. Da konnte ich keinen Bock mehr Controller kaputt zu machen und so, Digga. Ja. Das ist einfach nur Kacke, deswegen. Das ist dein Problem, Mann. Also ja. Scheiße das. Ja. Hey, wir müssen den First Pick holen, dann hast du ein Problem gegen die. Auch wenn wir dann campen müssen, du bist im Spawn. Oh no, ja, wir haben verloren. Warum? Digga, Revolver kann doch keiner, Mann. Ja, deswegen können die das ja auch nicht. Das meine ich mit eklig. Wo? Der andere ist auf meiner Seite. Digga, es ist doch eine Kacherkasse. Digga, ich habe gerade meine Finger so tief in meine Nase gesteckt, aus Frust. Weil ich nicht wusste, was ich machen soll, weil ich nicht einen Controller werfen wollte. Schon ein bisschen eklig. Ja, aber ich wollte den Controller nicht werfen, das ist mir nicht wert. Hab eben schon mein Offline-Kabel kaputt gemacht. Ja, Controller werfen ist nicht schlimm, ist in meinen Augen. Ja, ist es auch nicht, aber ich hab keinen Bock. In meinen Augen ist es was Menschliches. Oh no, mein Bildschirm geht aus. Warum geht dein Bildschirm aus, Digga? Was hast du für ein Kackfernseher, dein Bildschirm? Also, so. Oh, die haben jetzt die müssen. Geht du jetzt nicht von da ab? Nein. Uhren so, Digga. Keine Munition mehr gehabt. Och, ja, jetzt haben wir verloren, Digga. Scheiß LMG, Alter. Kann ich nicht. Leer ist gerade draußen, raucht dahin und hat Angst, dass jemand kommt. Du bist ein absolut low. Ich weiß. Paul, hast du gehört? Leer ist gerade draußen und hat Angst vor deinem Rauch.
Ja, Männer ist draußen. Draußen einer rauchen und hat Angst, dass jemand kommt. Er sagt, du kannst Snap schicken, Bruder. Er sagt so, Bruder, gleich kommt hier ein Mörder oder so. Hab ich nicht mal gesehen, Luis, guck mal. Ja. Würde ich auch wohl dein Match lang. Jetzt chill. Hinter der Wand, glaube ich, hier. Der Dropshot hat mich der Hurensohn, Digga. Voll chill. Ich stehe eins. Ich hab einen Kill, Paul. Schrott, Flinte. Ich bin vielleicht im Autocam. Oh no. Du, das ist absolut kacke, wenn du nur 7 Schuss hast, Digga. Ich weiß, was ich mache, ich leg mich jetzt hier rein, Digga. Ich habe Hits gegeben, die haben weniger. Der andere ist... Okay, Jungs, es geht weiter, Okay, ich werde jetzt einfach hier durchgehen, Digga. Ich kann gar... Das ist ein Spiel, Bruder, ich kann gar nicht sterben, echt. Warte, ich hab jetzt C4 weggewichst. Oh mein Gott, du kleiner Hurensohn. Nein. Dein Snap eben, Digga. Boah, ich bin absolut draußen, auf einmal ich höre so ein Rascheln und so, Digga. Hast du gehört auf Snap? Ja. Ja? Ja. Also das Rascheln hast du auch gehört? Nö. Okay, Bruder. Vielleicht bilde ich mich schon ein und so. Oh mein Gott, ey, ich hasse das, wenn diese Kameras... Oh mein Gott, Digga, Jungs, ich... Ich bin echt, ich piss mich gleich ein, Digga. Du bist so ein Hoshi, Digga. Das Ding ist, ich will hier eigentlich kontrollieren, ob ich hier irgendwas finde und so, Beweisstück und so. Aber ich will gar nicht. Ich fühl ihn so. Ja, Paul, gibt's hier noch irgendjemanden, mit dem wir Warzone spielen können? Ey, ich weiß nicht, soll ich gleich kommen oder lieber nicht? Ich wäre für Warzone, Digga. Weil Leo spielt FIFA und Until Dawn kannst du, musst du alleine um 3 nachts spielen, wenn alles dunkel ist. Dann noch schlafen gehen, das wird schön. Bruder. Kennt ihr das, Digga? Ihr guckt Horrorfilme abends und danach geht, wollt ihr schlafen gehen, aber könnt ihr schlafen, weil ihr Angst habt? Ja, Bruder. Kenn ich 100%, Digga. Ich hab vorgestern 3 Horrorfilme hintereinander geguckt und dann wollte ich pennen gehen um 5 Uhr nachts, Digga. Ey, das Fenster ist auf, wirklich, das Fenster ist auf. Das scheiß Fenster ist auf, Digga. Soll ich mal sagen, was das Schlimmste war, Digga? Lenny, ich fühl grad deine... Dieses... Fuck das Fenster auf und dieses Lachen dahinter. Dieses Angst und Lachen. Das Fenster ist auf, Digga. Aber warum? Das Fenster war eben nicht auf. Weißt du, was das Schlimmste war bei mir, Digga? Ich guck 3 Horrorfilme nachts, will um 5 Uhr nachts schlafen gehen, weiß ich, dass meine Katze in meinem Zimmer ist und plötzlich läuft meine Katze los. Das ist auch sehr gut, Digga. Paul, chill, du hast hier mein Leben, warum gehst du da rein, Digga? Das ist absolut gut. Nicht. Aber ey, warum machen die so? Es ist so dunkel, ich sehe nichts. Ich will auch gar nicht hingucken, Digga. Ich gehe hier einfach durch, okay? Alles klar, Digga. Oder ich will einfach die scheiß Tür, ich will, dass die Szene vorbei ist, Digga. Ich geb dir einen Tipp. Ich check nicht, warum du pushst, Digga, wenn du mein Leben hast. Ja, ich war dumm. Ich war lost. Ich hör Schritte, Digga. Ey, Jungs, ich bin echt der krasseste Schisser bei sowas, Digga. Ja, nee. Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen oder ist das Fenster wieder aufgegangen? Beide von hier oben geholt.
Schuss durch die Brust. Boah, ich hab mich verlaufen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, Digga. Fühle ich auch. Okay, die Tür ist auf. Die Tür ist auf, okay. Okay, ich bin im Badezimmer. Oh, der andere ist hier hinten bei mir. Oh mein Gott, du kleiner Hochgezogen! Oh, wo war da? Da war so ein Tier, Digga. Da war so ein Tier. Und mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Okay, Szene vorbei, da muss ich noch rausgehen. Wir frieren doch hier draußen. Komm links von dir. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Zeit. Zwei Siege. Macht weiter Druck. Was war das? Bist du okay? Das war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, der läuft hoch, der läuft ganz oben, ganz oben, ganz oben. Und ich weiß, wo der andere ist. Der andere ist hinter dem weißen Container. Ja. Der eine ist ganz oben, der letzte ist ganz oben. Oh no. Ich hab mir Hilfe gegeben, aber er ist nicht tot. War nicht hier drunter, Digga. Kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. No. Paul, guck mal. Guck mal. Ich stand unter der Treppe. Aber gut gespielt von uns. Benny, lebst du noch? Nein, Bruder. Junge. Wein? Der wollte hochrennen. Ups. Ist wieder runtergefallen, Digga. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Klar. Sorry, es war ein langer Tag. Ich habe einfach überreagiert. Hey, na, kein Ding. Alles cool? Ja, ja, total. Einer ist oben. Ganz oben. Hab ich. Noch einer, glaube ich. Unten, 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 bei dem Tunnel, bei dem Tunnel, bei dem Tunnelgang. Oh mein Gott. Du weißt, wo. Das ist so eklig. Renn hin rechts, renn rechts lang. Du musst wegen Punkt, wegen Punkt, da kannst du gut dahin, ey. Von rechts. Entschuldige bitte, hast du was gesagt? Jetzt lehn dich, dass du dahin, ey. Heißt wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ, nennt Miss Homecoming eine Kuh. Links, links, links. Nein, komm schon. Ah, gefickt! Halt dich da raus, du Trottel! Hey, pass auf! Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Er denkt auch, ich hacke, Digga, weil ich genau wusste, wo es ist. Ja, das Beste, der hat sich da getötet, Mann. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Ich gehe unten zum Spawn schon mal. Piek, du Schlampe. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Hallo, es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover? Hört auf! Darüber müssen sie erstmal nachdenken. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten... Das sehe ich genauso. ...brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache, am liebsten würde ich jetzt Connor schreiben, er soll mir da in dich Lennart anstecken. Den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Ich hab Connors Nummer nicht. Was soll Connor machen? Sollen wir Feuer machen? Ich würde ihn schreiben, dass er dich erschrecken würde.
Meine Tasche. Die Kachma wird dich, Lenny würde so aus dem Leben nehmen. Ich würde so die Fresse schlagen. Du tötest jeden bei diesem Spiel. Weißt du das nicht mehr? Neben der irgendwas noch Spaß macht, Mann. Da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, M. Vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen. Oh nee. Ja, es war richtig warm. Okay. Die Map mit LMG ist ja so eklig. Okay, dann los. Okay, gut, ich bin jetzt ein Bart. Im Exil. Im Sexil. Er tilts. Er ist rechte Seite vorbei. Linke Seite. Wie überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte? Hast du ja zwei Tipps auch noch, der hat die ganze Zeit auf die Weiche gesprayt. Schlimmer als. Hast du gesehen? Ankommen? Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Nachher hey, Pornostars! Ihr braucht den no hier. Way. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Geht. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß ist auf dem billigen fucking Plätzen. Handkönnen, man. Oh. Oh. Fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. This is fucking dunkel da draußen. Okay. Verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay. Gut zu fragen, ob er mitkommen will. Was, wirklich? Was? Nein. Ja, die haben beide einen Hit, die Schlampen. Jalla. Was spielt ihr? Skype. Feuergefäß. Hey, Knackarsch. Fotosession? Klar doch. Ach, sie ist 2 gegen 2 oder was? Mhm. Oh, das ist echt geil, oder? Das bockt zu. Okay. Ich liebe das. Wenn man jetzt spielen, Digga. Zu viert kann man das spielen? Ja, man kann das eigenes spielen, ja. Dann können wir random Teams. Dann können. Habt ihr noch einen? Hat Leo, glaube ich, nicht. Das Spiel. Wir. Haben einen, wenn wir es das da. Also wir haben eigentlich immer noch so zwei, drei Leute, die so rückwärts und alles gleichzeitig. Aber gerade wahrscheinlich nicht on. Lennart Lücken. Also such mal noch einen vierten, aber Alter, Lennart, dann spiel ich auf jeden Fall mit, Alter. Lennart hat nicht Dings. Echt komplettes. Jonas hat komplettes, aber Jonas kommt nicht on. Dann hol ihn dann. Und wie willst du das machen? Der darf nicht mit seinen Eltern. Was? Nein, das Stress mit ihm. Warum hat er Stress mit seinen Eltern? Oh, ne, hat er immer. Kennst du seine, ne, du kennst seine Mami nicht, aber. Oh ja, ich kenn ihn. Seine Mami, ich schwöre, seine Mutter. Ich schwöre, du kannst nie sagen, wenn du seine Mutter kennst, kannst du nicht sagen, du hast eine strenge Mutter. Kannst du nicht sagen. Niemals. Ich war einmal dabei, da ist sie ausgerastet. Da haben wir gefrühstückt und dann ist sie ausgerastet und dann ist sie mit Ella und so losgefahren, Digga. Keiner, das geht nicht. Also er hat die wirklich strengste Mutter, also wirklich. Jeder das sagt direkt eine Schelle. Ist anstrengend. Aber mach's dir nicht so schwer. Sie ist noch ziemlich daneben seit dem Schlussmachen. Hallo? Nicht mein Problem, Mike. Und deins ist es auch nicht. Nein, nur nicht No-Stop, Digga. Hinten in der Ecke. Oh no, ey. Was kann ich dafür, dass ich mich auf alleine stand? Ja! Schau im Wörterbuch nach, Schlampe! Digga, manchmal, da steht so zustimmen oder das und das und dann sagen die was ganz anderes, als man sagen würde, weißt du? Auch mal sagt er, nennt er sie Schlampe und so ein Scheiß, obwohl ich das gar nicht wollte. Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Wollte Josh nicht was mit einem Generator? Level 61,5. Ihr habt keinen vierten mehr? Mike, ich frag gleich mal Jonas, ob er kommt.
Justus ist schon Level 87! Ja. Hey, Justus hat auch den ganzen Tag gespielt. Ich rufe jetzt nicht mal an. Ja, dann frag Henry oder so. Ja, okay. Ich frag, habe ich mehr Cooper? Ich frag in die Gruppe. Okay, mal sehen. Paul. Hm? Ja? Frag in die Gruppe. Sehr gut, Mike. Ich nehm die jetzt an. Oder ist er mit seiner Chica? Henry? Wir sind zu dritt und wollen 2 gegen 2 machen. Hast du Lust? Wir sind zu dritt und hätten Bock auf 2 gegen 2. Hast du Lust mitzumachen? Na da! Sesam, öffne dich! Okay, komm. Wie bitte? Ja, gut, kommst oder? Du nach rein? Ich lade dich ein. Ja, total, das ist so. Super. Oh ja. Hey, Danny, wir sind rein. Top, Alter. Wollen wir ich und Luis gleich bettet oder wie machen wir das? Random Teams. Der so. Andere ist PC-Spieler, aber ist ungefähr unser. Also Luis und ich. Also er hat ein bisschen. Er ist gut, aber er ist halt nicht so überlegen vom PC, ja, wie man das weiß. Ich bin sowas von gespannt. Die hat auch einen süßen Arsch, Digga, ehrlich gesagt hier. Spaß. Er ist im Container im Roten. Boah, Junge, Alter. Ich bin erschrocken, ey. Kam mir in die Fresse gesprungen. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlung. MP, Digga, was sind das für Aufsätze? Okay, jetzt krieg ich Gänsehaut. Einer hat jetzt. Das zählen jetzt. Tja, wo auch immer sie sind. Wollen sich so. Bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Good job, Luis. Der Typ ist im Chat gerade so geil, Alter. Das bin ich. Lul. Sniper Battle. Einer hat Hit. Scheiße, ne? Das ist DMR, Digga. Einer down. Ich werde dieses Spiel niemals alleine spielen, Digga. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbodenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Essen. Jess! Fuck! Hey, Jessica! Ja! Hey! Alles gut! Hey, die Kachbar, Mann! Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, ja, aber wieso hab ich geschossen und bei mir kam kein Hitmarker? Ja, weil das Spiel dumm ist. Ich weiß nicht. Ich kann ja unten überhaupt nicht mehr sehen. Ich muss ihn fotzen. Okay, ich komme hoch. Oh, der andere ist oben links, Digga, da oben links. Er hat mich so genommen, okay, ich muss ihn lassen. Er hat mich so genommen, er hat mich so aus dem Leben genommen. Stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Kaffee hat mich getroffen.
Jetzt sind sie uns geklappt gerade die Runden. Scheiße! Kann man nicht ja irgendwie einstellen, dass dann nur Sturm gewesen ist? Nee, hat ich schon lange gemacht. Ja. Mit diesen okay dummen TMRs und so, die fuck mich so, Digga. Einer hat einen Hit von denen? Chill. Oh Himmel, hier empfange ich eine Menge Vibes. Ich liege in der Mitte. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Hinter mir. Sind low beide. Du musst Mitte. Einer ist bei dir unter dir. Einer ist unter dir. Einer ist direkt unter dir. Der. Oh fuck. Nein. Arschloch, Digga. Den einen habe ich mit dem C4 gut weggewichst, Digga. Ach, Junge, wie soll man sowas gewinnen, Alter? Ja, auf den die Waffe eigentlich gar nicht so kacke. Einer hat Hit. Spider-Mits, jetzt chillen, wir haben ihr Leben. Ah! Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Chill durch, du musst mich abaimen, von der einen Seite. Wow, das hier ist ja... Historie. Das warst du! Ich schieß auf dich die ganze Zeit. Das ist von Keck, Ruth, Alter. Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine Künstlerin. Das ist die Wiener, die Wiener. Nee, ich hab auf dich. Ich hab auf dich geschossen. War knapp. Von keiner geht da hoch. Wo? Ja, links ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Ja, Mann, Schlampe, Digga. Und wo? Boah, ist der ekler, andere Seite oben. Beide auf. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Hä? Wir haben aber recht mit dem Paul, ne? Oh. Lenny, kommst du? Bruder, ich bin sofort da, Digga, nach der Szene. Ich bin gerade im Minenschacht da, weißt du? Ja. Nee, also, war halt. Weiß nicht, was passiert, aber ich weiß, welche Mine du meinst, glaube ich. Digga, ich bin voll mit Fruchtsäck und Schokolade, Mann. Ich sehe aus, als hätten wir mich eingeschissen und eingeblitzt. Top. Fühlst du das nicht? Doch, Bruder. Also. Oh mein Gott. Ich bin raus aus dem Scheiß hier, Digga. Wir gehen dann schon mal später. Ich lade dich dann gleich schon mal ein, warte, Lenny. Ja, warte, ich jetzt raus hier. Warte, ich gehe kurz Sweet Chat wegen meinem Freund. Geschichte Bescheid, fortsetzen. Ja. Einstellung. Fortsetz neue Bonus in der Einstellungen. Standard zurücksetzen. Helligkeit. So. Ja, ich.